Hallöchen, meine lieben zügellosen Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Grafikmod. Kann man aber deine Schnauze, Digga. Ich müde mich lieber. Wie man unschwer erkennen ist, ist der Ghost mit dabei, leider. Alles klar, das brauchen wir nicht beachten, ist egal. Ich sag euch, wir haben mal bei 5M Natural Version mit ENB Series installiert, ganz einfach, ganz simpel. Ich mache das ganz schnell. Ihr geht einfach in Mediafire unter der Beschreibung meines Links und klickt einfach hier 5M an. Dann kommt ihr so nochmal eine barren Seite und da drückt ihr einfach Download. So, wenn wir dies heruntergeladen haben, ziehen wir uns das in den Desktop. Davor braucht ihr ein WinRAR natürlich, das ist auch in der Beschreibung verlinkt. Dann können wir die Seite auch schließen, weil wir die Seite gar nicht mehr brauchen. So, wir entpacken diese Datei. Wenn wir die Datei entpackt haben, haben wir jetzt einmal einen Ordner. In dem Ordner haben wir zwei weitere Ordner, einmal ENB Series und einmal 5M Pack an sich. Bei dem 5M Pack haben wir einen Add-ons Ordner, deswegen gehen wir auf 5M, schreiben wir 5M, machen einen Rechtsklick drauf auf Datei Speicherort, dann nehmen wir wieder auf 5M und drücken wieder ein Dateifeld und dann haben wir einmal 5M Application Data, da gehen wir drauf und dann haben wir hier viele Ordner und viele Dateien. Diesen Add-ons Ordner, den ziehen wir jetzt einfach hier hinein, ganz einfach eigentlich. Wenn wir den hier hineingetan haben, ist er jetzt ganz oben und somit ist er funktionstätig. Somit ist die Grafikmod an sich installiert. Aber wir wollen natürlich die Grafikmod ein bisschen schöner haben. Deshalb gehen wir wieder zurück um File und haben ENB Series. Das installieren wir uns auch. Da müssen wir darauf achten, dass wir den GTA-Feld oder sprich den GTA-Dateifeld öffnen. Wenn wir diesen geöffnet haben, öffnen wir den nochmal. Und zack, hier sind wir auch schon drinnen. So, hier haben wir auch Dateien. Und das alles packen wir in diesem Ordner rein. Ganz einfach eigentlich. Wenn ihr das getan habt, dann seid ihr auch so gut wie fertig. Dann könnt ihr auch alles schließen und die Sachen auch ganz löschen. Das kommt euch überlassen. Und wir starten jetzt einfach mal 5M, dann seht ihr, wie es ausschaut. So, wenn wir angekommen sind bei 5M, sehen wir jetzt oben links einmal ENB Series. Wenn das auftaucht, dann habt ihr somit auch letztendlich alles richtig gemacht. ENB Series funktioniert. Wir gehen jetzt in-game. So, jetzt hier angekommen sehen wir natürlich jetzt so aus. Also sprich, wenn euch das Spiel so in etwa ausschaut, dann habt ihr alles richtig gemacht. Das hat bei euch funktional alles funktioniert. Sollte es bei euch nicht so ausschauen oder sollte es überhaupt nicht funktioniert haben, dann könnt ihr natürlich auch auf unserem Discord kommen und ein Ticket erstellen. Das ist ja normal, das ist ja alles unsichtbar, das ist 5M. Kein Wunder, das aktualisiert sich jetzt. Zack, da ist schon alles wieder da. Wenn es bei euch nicht so gut funktioniert hat oder erst recht gar nicht funktioniert hat, dann addet mich über Discord. Dann kann ich über euren Rechner, über Anydesk, pipapo, das für euch einrichten und dann habt ihr das Ganze auch für euch. Dann könnt ihr das Ganze auch so umspielen, könnt ihr auch so rumspielen, wie auch immer. Auf jeden Fall wünsche ich euch damit viel Spaß. Ich hoffe, ihr benutzt das Ganze für einen guten Zweck. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Grafikmod. Wenn es euch gefallen hat, macht ein Abo und ein Like, damit ich das auch sehen kann. Oder schreibt in den Kommentaren was, wie auch immer. Ich wünsche euch somit viel Spaß mit der Grafikmod.